Der Retter in der Not. Anti-Spliss-Programme. Heute auf dem Prüfstand. Was bringen sie euch? Welchen Mehrwert bieten sie dir tatsächlich? Hallo und herzlich willkommen bei Hair Talk, eurem 1x1 für die Haare. Wie schon eingangs erwähnt, Anti-Spliss-Produkte sind auf dem Markt wie Sand am Meer. Schadenlöscher, wie sie auch alle heißen mögen, überschwemmen den Markt. Doch welchen Mehrwert bietet es dir und ist es überhaupt möglich, Spliss zu reparieren? Das soll heute mein zentrales Thema sein. Erstmal, was ist Spliss? Wenn wir uns ein Haar vorstellen, wie mein Finger, könnt ihr euch sinnbildlich vorstellen, wenn Spliss entsteht, wenn das der Ansatz ist, hier die Spitze, dann teilt sich das Haar, wie wenn wir den Finger in der Mitte durchschneiden. Spalten. Und je nachdem kann es einmal sein oder auch schön in Scheibchen mehrmals. Das heißt, das Haar ist von der Spitze aus gesehen gespalten und reißt natürlich immer weiter hoch zum Ansatz. Und dementsprechend kann das sehr unschöne Auswirkungen mit sich führen. Aber woher kommt eigentlich der ganze Spliss bei längeren Haaren? Das ist einfach durch Belastungen, durch zu heißes Föhnen, durch häufiges Waschen, durch zu wenig Pflege, durch mangelnde Haarschnitte. Wenn wir langes Haar haben und dieses regelmäßig ein klein wenig schneiden lassen, dann bleibt es gesund und dementsprechend kommt es hier nicht zur Splissbildung. Oder besser gesagt, nicht ganz so stark zur Splissbildung. Dementsprechend ist hier halt auch eine gewisse Pflege vonnöten. Und bei langem Haar haben wir auch immer das Thema, dass ab einer gewissen Länge stoßen die Haare auf den Schultern auf. Und durch das Zurückwerfen, wenn euch der Wind durch die Haare fährt, haben wir die Thematik, dass durch das Aufprallen der Haare, das denen eben auch nicht gut tut und es hiermit zu Splissbildung kommen kann. Also eine Summe aller, die hierzu führen wird, dass Spliss entsteht. Dementsprechend möchte ich euch heute hier darlegen, dass die Produkte dementsprechend, die dafür angewandt werden, das Haar wieder zu schließen, es so nicht möglich ist. Es wird wohl den Effekt geben, dass sich die Haare besser anfühlen, dass sich die Haare auch besser kämmen lassen. Aber schlussendlich, was kaputt ist, ist kaputt. Darum führt kein Weg daran vorbei, sich die Haare wohl schneiden zu lassen. Weil durch die Produkte werden die Haare lediglich verklebt oder ummantelt und darunter können die Haare quasi nicht mehr atmen. Sie sind luftdicht abgeschlossen und dann ist eigentlich schon alles geschwätzt. Ne? Also davon halte ich gar nichts. Und von dem her bieten euch diese Produkte auch überhaupt keinen Mehrwert. Lasst die Finger davon, pflegt lieber eure Haare im Vorfeld oder wenn ihr schon betroffen seid und euch der Spliss irgendwo hängt, geht zum Friseur eures Vertrauens, lasst euch nach und nach den Spliss herausschneiden und dann mit einer ordentlichen Pflege
bekommt ihr das Haar wieder schön und gesund. Alles andere sind nur Heilsversprechen, die hierbei euch keinen Mehrwert bieten. So gesehen, Pflege, 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 im Vorfeld gucken und wenn ihr schon betroffen seid, dann euch den Spliss entfernen lassen. Das ist hierbei die zentrale Aussage des Tages und dementsprechend spart euch das Geld für Antisplissprodukte und geht lieber zum Friseur eures Vertrauens. Jetzt würde mich natürlich an der Stelle brennend interessieren, welche Erfahrungen hast du mit Antisplissprodukten bereits gemacht? Einfach in die Kommentarsektion. Und wenn du Fragen und Anregungen hast zum Thema, dann einfach auch diese in die Kommentarfunktion. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Video unbedingt sehen sollten, so teile es doch mit ihnen. Und wenn dir das Video einen Mehrwert geboten hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch, euer Alexander von Hair Talk, dem 1x1 für die Haare.